So, heute ist Fotoaufbereit-Tag. Und jetzt tue ich gerade ein paar Fotos aufbereiten. Da war ich vorige Woche in Tulln und da ist nur so ein Auto gestanden vor dem Gebäude. Und jetzt habe ich einfach einmal probiert mit Lightroom, mit dem neuen KI-basierten Entfernen-Werkzeug. Und jetzt zeige ich euch, was da daneben rauskommt. Tschack, das Fahrzeug ist weg und das ist kein Spaß. Das ist wirklich so. So, so. Also ist das nicht der Wahnsinn? Wenn wir da jetzt reingehen in das Bild, kann ja dann da oder die Bearbeitungsschritte sagen. Da, wenn ich da raufgehe. Nächster Schritt, was da weg, dann hat er da noch ein paar so Dinge gemacht. Die habe ich dann einfach nur wegpixelt. Und im letzten Schritt, tschack, ist das Auto weg. Also von so nach so. Da ist da, da ist weg. Und so, ich mache das nochmal bei einem anderen Bild. Das ist die Kuh, da einfach auspinseln, was wir ausgepinselt haben will. In dem Fall das Auto, tschack. Das ist dann alles, wird rot, dann sieht man genau, wo man ist. Und dann hier unten auf Anwenden, tschack. Und das dauert dann ein bisschen, je nach Geschwindigkeit des Computers und des Bildes. Das sind aber RAW-Dateien mit, weiß ich nicht, 80 Megabyte. Und schon ist das Teil weg. Tschack. Zurück. Tschack. Es ist unglaublich. Unglaublich. Da muss ich wieder herstellen. Wir arbeiten, wiederholen. Tschack. So. Na, ich glaub's gar nicht. So, und jetzt wird's richtig arg. Jetzt darf ich das da ausmaskieren, diese, dieses Teil, was immer das ist. Und schau mal, was die KI, ich meine, ich hab's vorher schon angeschaut, draus macht. Ich hoffe, es funktioniert jetzt genauso gut. Einfach da anwenden. Tschack. Es dauert jetzt ganz kurz. Und jetzt sind wir gespannt, was da mit dieser Betonbox passiert. Weil da muss er sich ja was überlegen, wie das hinten ausschauen könnte. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Jetzt könnte ich nur sagen, okay, ich tue jetzt da noch das Grün noch ein bisschen weg. Das tun wir. Probieren wir nur, was er da macht. Hoffentlich geht sich das jetzt aus in der Minute schnell. Da weiter. Oh, ich bin gespannt. Sonst kommt es im nächsten. Gleich. Ja, und ich habe nur noch weitere ca. 20 Sekunden gespielt und habe das dann so gemacht. Also ich habe es nicht gemacht, sondern Lightroom. So, von so auf so. Ich kann es echt nicht glauben. Dass ich da so unten sogar diesen Teil dazu montiert. Es gibt es jetzt aber echt nicht mehr. Und jetzt haben wir es nur gerade stellen, auch mit KI. Und der Chaos ist erledigt. Also so hat das Bild jetzt normal ausgesehen, ohne irgendwas. Und so schaut das Bild halt jetzt aus, wenn das weg ist und gerade gestellt ist. Gerade gestellt habe ich es mit der Nick Collection. Und jetzt können wir noch päpstlich sein, dass wir da vielleicht das Auto weg tun. Das probiere ich jetzt auch noch schnell aus. Im nächsten der nächsten Story. So, da habe ich es ein bisschen reingezoomt. Jetzt mal wieder markieren wir das aus, das Auto. Dann nehme ich da auch diesen Teil mit den Grünen. Oben noch ein bisschen mehr. So, und jetzt sind wir gespannt, was er da draus macht. Und anwenden. Da läuft die KI. Und bin selber immer gespannt, so wie ein Spielzeug, was hat er da dazu gegeben? Da hat er irgendwas dazu dann, wie wenn da was steht, eine Bombe oder so, keine Ahnung. Unglaublich. Nein, das müssen wir nochmal weg, da müssen wir nochmal drüber gehen. Tschack. Und anwenden, vielleicht geht sich das noch aus jetzt. Wieder. Okay. Okay, so ist jetzt das Ergebnis. Es ist trotzdem irgendwie ein Wahnsinn. Aus meinem Auto, das ist ein Tesla Model 3, hat irgendein
Schau, das wird Toyota gemacht, aber das fällt keinen Menschen auf, wenn man das Gesamtbild anschaut. Niemals fällt das auf. So.